Ich möchte vielleicht für die Zuschauer noch mal ganz kurz sagen, warum Freie Wähler überhaupt sich mit dem Mehr Demokratie e.V. in diesem Punkt verbünden und wir hier unterstützend wirken. Wir sind seit 1947 in Baden-Württemberg gegründet, überwiegend im kommunalen Bereich tätig, und dort geht es uns besonders um die Bürger. Freie Wähler sind also schon gewohnt, sich direkt mit den Problemen vor Ort der Bürger auseinanderzusetzen, und zwar tagtäglich, nicht nur einmal alle 4 Jahre an der Urne. Und daher rührt, das ist so ein bisschen zum Verständnis der Zuhörer, auch das Selbstverständnis, dass wir genau dafür sind, dass eben diese direkten Elemente mehr zum Tragen kommen und wir dafür auch tagtäglich kämpfen. Es gibt in Deutschland inzwischen 280.000 Freie Wähler in den unterschiedlichsten Gruppierungen. Und die wollen sich auch jetzt durch eine Kampagne unsererseits intern an dieser Mobilisierungskampagne von Mehr Demokratie beteiligen. Und wir hoffen, dass die Unterstützung relativ groß sein wird. Es gibt, das muss ich auch noch sagen, für den Zuhörer als zum Verständnis, zu den Freien Wählern noch eine zweite parallele Entwicklung. Denn wir sind ja bisher nur in der Kommunalpolitik aufgetreten. Und wollten allerdings nach der Krise 2008, wo wir gemerkt haben, dass die Finanzierung der Kommunalbereiche im Prinzip auf der Landesebene getätigt wird, wollten wir dann auch sagen, wir gehen in die Landesparlamente oder bewerben uns zumindest, um dort zu agieren. Denn auch demokratische Elemente und anderes kann man nicht nur durch Kampagnen, obwohl ich die Mehr-Demokratie-Kampagne hervorragend finde, nicht nur durch Kampagnen erwirken. Man muss auch generell dabei sein, auf der Ebene der Länder und möglicherweise auch auf der Bundesebene mitzuspielen. Und deswegen haben wir aus den Freien Wähler-Gruppierungen vor Ort auch eine bundesweite Partei 2009 gegründet, die jetzt erstmalig 2013 zur Bundestagswahl antreten möchte. Die Freien Wähler sind erstmalig 2009 zur Europawahl angetreten. Wir waren damals noch nicht genügend strukturiert und organisiert und haben es wegen der 5%-Hürde leider nicht geschafft. Aber seitdem ist unser Blick für Europa speziell verschärft. Und deshalb meinen wir auch, etwas mehr hier mitarbeiten zu können. Wir gucken nicht nur auf die Kommune, nicht nur aufs Land oder den Bund, sondern auch auf Europa. Und wir glauben, dass durch, genau wie mehr Demokratie, deshalb machen wir auch mit, dass durch die Reduktion der Möglichkeiten unserer Parlamentarier über ESM und über Fiskalpakt abzustimmen und zu reden, durch dieses Wegtragen oder Hochheben dieser Elemente nach Europa doch eine ganze Menge grundlegender demokratischer Werte verloren geht. Und das ist mit einer der Hauptgründe, warum wir uns an der Aktion beteiligen. Ich wünsche allen, die hier mitmachen bei der Kampagne, viel Mut und Ausdauer. Es ist nicht ganz einfach, auf der Straße immer zu stehen, aber wir haben da so unsere Erfahrung und wünschen den Mitarbeitern von Mehr Demokratie Erfolg und Ausdauer und dass wir auch unbedingt die Verfassungsklage gemeinsam durchfechten würden.